Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Helmut Kohl, Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag, Ihren 80. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Lieber Helmut Kohl, Sie haben über ein Vierteljahrhundert die Geschicke der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands gelenkt. Sie haben diese Partei verändert und von einer Honoratiorenpartei hin zu einer Volkspartei entwickelt. Sie sind aber im Bewusstsein aller Deutschen, insbesondere als Kanzler der Einheit und als Kanzler der europäischen Einigung, verankert. Dafür möchten wir Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Sie haben die Christlich-Demokratische Union so geführt, dass sie das Anliegen der deutschen Einheit nicht vergessen hat. Ich erinnere mich an den Besuch Erich Honeckers 1987 in Bonn. Sie haben damals gesagt, und ich habe das aus der Perspektive der DDR mit Spannung verfolgt: Das Bewusstsein für die Einheit der Nation ist wach wie eh und je und ungebrochen der Wille, sie zu bewahren. Das waren Worte, die uns hoffen ließen. Und Sie haben dann mutig die deutsche Einheit gestaltet und Sie haben immer die europäische Einigung als die andere Seite der Medaille der Vereinigung unseres Vaterlandes betrachtet. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Nicht umsonst sind Sie heute Ehrenbürger Europas und Sie werden als großer Staatsmann in die Geschichte des 20. Jahrhunderts eingehen. Wir sind stolz, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Helmut Kohl, dass wir Ihnen heute zu Ihrem 80. Geburtstag gratulieren dürfen. Die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.